Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir diese wunderschönen Untersetzer basteln, die passend zu Mexiko gemacht wurden. Und wir befinden uns diesen Monat auf unserer Weltreise von Australien nach Mexiko und erkunden dort Land, Leute, die Tiere und natürlich auch die Natur. Und die schönen Farben, die diese Untersetzer haben, die passen richtig gut zu Mexiko. Bevor ich dir zeige, wie diese schönen Untersetzer gemacht werden, abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und klick auf den Like-Button. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Zunächst einmal brauchst du natürlich ein paar Fimo-Stücke. Ja, ich habe hier das weiße Terrakottafarben, ein braunes, ein dunkelblaues und ein hellblaues. Du kannst natürlich Fimo nach Wahl nehmen, aber du wirst gleich sehen, wofür was gut ist. Wir beginnen dann zunächst damit, ein Stück weißes Fimo auszurollen, und zwar in der Größe des Untersetzers. Wenn das nicht passt, rollst du einfach noch ein bisschen nach, rollst du dann noch ein bisschen drüber, damit das schön dünn wird, gleichmäßig dünn, und wir das gleich auf den Untersetzer drauflegen können. Wir sehen, gleich macht das auch Sinn. Im Moment erstmal brauchen wir nur die richtige Größe. Und dann werden wir das Ganze natürlich ausstanzen mit Hilfe des Glas. Das Glas muss genauso groß sein wie der Untersetzer oder so annähernd so groß, damit wir das jetzt gleich da drauf legen können. Ja, das Weiße können wir erstmal zur Seite legen. Jetzt nehmen wir uns die Farben vor, und zwar jeder einzeln. Du nimmst dir einfach ein wenig davon, knetest das, bis das ein bisschen weicher wird. Das dauert natürlich einen Moment, bis das die Wärme der Hände angenommen hat und du das ein bisschen kneten kannst und dann auch noch ausrollen. Ja, also es muss schön ausgerollt, und zwar schön dünn ausgerollt werden, weil jede Farbe wollen wir jetzt backen. Also, du nimmst die einzelnen Farben, rollst die ganz platt aus. Du siehst schon, ist noch nicht richtig geknetet, deswegen bricht das Ganze noch. Also im Notfall noch ein bisschen weiter kneten und dann noch einmal ausrollen. Das machst du für alle vier Farben, und dann wird das Ganze in den Backofen getan, und zwar bei 110 Grad 15 Minuten lang, bis es schön fest ist. Und das brechen wir dann, um für die Splitter in den Untersetzern zu sorgen. Ja, sobald das Ganze jetzt gebacken ist, du siehst schon, das ist ganz hart, und dann kann ich das hier trotzdem noch brechen, weil es so schön dünn ist. Und das mache ich jetzt für jede Farbe. Ich breche mir so kleine Stücke ab hier, und je kleiner die sind, desto besser ist es eigentlich, weil desto schöner sieht das hinterher auf dem weißen Untergrund aus. Du siehst, ich habe jetzt hier kleine Häufchen für jede Farbe ein, und das drücke ich jetzt gleich in mein noch weiches Fimo. Ja, jetzt nimmst du dir wieder die weißen, den runden, und drückst die verschiedenen Farben da rein. Das kannst du natürlich ganz beliebig machen, wie es dir gefällt. Einfach so ein bisschen gucken, dass alles gleichmäßig verteilt ist. Im allergrößten Notfall kannst du es natürlich sogar noch rausnehmen wieder und nochmal ausrollen. Aber eigentlich, so viel falsch kann man da nicht machen. Ne? Einfach reindrücken und dafür sorgen, dass es hinterher schön aussieht. Mehr brauchst du hier gar nicht machen. Und das machst du natürlich jetzt mit allen vier Untersetzern, und dann kommt das Ganze noch einmal in den Backofen.
Ja, zwei kleine Schritte fehlen uns noch. Also erst einmal nehmen wir die Untersetzer, drücken sie auf das weiße Fimo und schneiden einmal drum herum, damit wir einen schönen sauberen Rand haben. Und wenn das Ganze jetzt gebacken ist, dann kleben wir mit der Heißklebepistole die Untersetzer auf das Fimo oder andersrum, ne? Das Fimo auf die Untersetzer. Und zwar natürlich für alle vier. Und du kannst das Ganze noch mit einem Klarlack besprühen, dann hält das auch schön, wenn da Getränke drauf kommen, wenn mal was verschüttet wird, wie auch immer, dann passt das schön zusammen. Ja, das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!